Am Freitag, 25. März 2022, Hochfest der Verkündigung des Herrn an Maria, bei uns Maria Verkündigung genannt, wird Papst Franziskus in Rom, im Vatikan, und werden alle Bischöfe des Erdkreises der katholischen Kirche eine Weihe vollziehen. Es ist Freitagnachmittag um 17 Uhr geplant. Diese Weihe erfolgt an das unbefleckte Herz Mariens. Warum? Es war im Jahre 1917, am 13. Juli. Da haben drei Kinder, Francisco, Marto, seine Schwester Jacinta Marto in Portugal, gemeinsam mit ihrer Cousine Lucia dos Santos, die Gottesmutter gesehen. Die Erscheinung ist kirchlich offiziell anerkannt worden. Eine Vision. Zuerst wurden diesen drei kleinen Kindern die Schrecklichkeiten der Hölle gezeigt. Man nennt das das erste Geheimnis. Und daraufhin vertraute die allerseligste Jungfrau Maria in ernstem Ton einem der Seherkinder, Lucia dos Santos, das zweite Geheimnis. Ich lese den Wortlaut in Deutsch vor. Portugiesisch war die ursprüngliche Formulierung. Ihr habt die Hölle gesehen, auf welche die Seelen der armen Sünder zugehen. Um sie zu retten, will Gott in der Welt die Andacht zu meinem unbefleckten Herzen einführen. Maria ist von Anfang an, von ihrem Empfängnis an, ohne Makel der Sünde und ohne Makel der Erbsünde. Daher unbeflecktes Herz. Sie sagte, wenn man tut, was ich euch sage, dann werden viele Seelen gerettet. Und es wird Friede sein. Der Krieg geht seinem Ende entgegen. Es war das Jahr 1917, Ende des Ersten Weltkrieges. Wenn man aber nicht aufhört, Gott zu beleidigen, so wird während des Pontifikates von Pius XI. Ein neuer Krieg, ein noch schrecklicherer Krieg beginnen. Das wäre dann der Zweite Weltkrieg. Wenn ihr eines Nachts ein unbekanntes Licht sehen werdet, so wisset, es ist das große Zeichen, das Gott euch gibt, dass er die Welt wegen ihrer Verbrechen strafen wird durch Krieg, Hungersnot und Verfolgungen der Kirche und des Heiligen Vaters. Und jetzt kommt die Bedingung. Um das zu verhindern, werde ich kommen und die Weihe Russlands an mein unbeflecktes Herz verlangen und die Sühnekommunion am ersten Samstag des Monats, sogenannter Herz-Maria-Sühne-Samstag, einführen. Wenn man meine Bitten erfüllt, wird sich Russland bekehren und es wird Friede sein. Wenn nicht, so wird Russland seine Irrtümer in der Welt verbreiten und Kriege und Verfolgungen der Kirche hervorrufen. Die Guten werden gemartert werden, der Heilige Vater wird viel zu leiden haben und mehrere Nationen werden vernichtet werden. Und dann folgte noch ein drittes Geheimnis. Am Ende wird mein unbeflecktes Herz triumphieren. Der Heilige Vater wird mir Russland, das sich bekehren wird, weihen und der Welt wird eine gewisse Zeit des Friedens geschenkt werden. In Portugal wird das Dogma des Glaubens immer erhalten bleiben. Nachdem also diese Erscheinung 1917 erfolgte, haben die Päpste klug, aber auch klar und deutlich gehandelt. Unter dem Pontifikat von Papst Pius XII. Ist dann erst diese Weihe an das unbefleckte Herz Mariens erfolgt, aber nicht so, wie es von der guten Mutter Gottes gewünscht wurde. Denn sie wünschte ja, dass der Papst in Vereinigung mit allen Bischöfen des Erdkreises diese Weihe vollzieht und ausdrücklich Russland erwähnt.
Und soweit ich es jetzt vernommen habe, wird es am kommenden Freitag so sein, dass ausdrücklich Russland und die Ukraine dazu dem unbefleckten Herzen Mariens geweiht werden, damit eben Frieden herrsche und damit der schreckliche Krieg ein Ende nehme. Ich lese nochmals eine Zitation vor. Es ist der Augenblick gekommen, sagte unsere liebe Frau Maria, indem Gott den Heiligen Vater bittet, in Vereinigung mit allen Bischöfen der Welt die Weihe Russlands an mein unbeflecktes Herz vorzunehmen. Er verspricht es, durch diese Mittel zu retten. So viele Seelen werden von der göttlichen Gerechtigkeit verdammt wegen der Sünden, die gegen mich begangen werden, sodass ich komme, um Sühne zu erbitten. Opfere dich in dieser Meinung auf und bete. Das war eine weitere Erscheinung in Tui, in Portugal, in Spanien, am 13. Juni 1929. Sie sehen also, diese Erscheinungen der Gottesmutter haben dazu geführt, dass sich jetzt der Papst entschieden hat, diese Weihe an die Gottesmutter Maria, diese Weihe Russlands zum Triumph Mariens durchzuführen. Es ist keine Drohbotschaft, sondern eine Frohbotschaft. Das heißt, es wird dann Friede sein, wenn Russland sich bekehrt und ganz Gott und der Gottesmutter zuwendet. Dass das möglich ist, zeigen die vielen Ikonen, die wir in Russland haben. Die Wladimirskaja ist hier in einer Ausgabe hinter meinem Rücken aufgestellt worden. Und das Bildnis der Gottesmutter von Fatima kennen Sie alle. Es gibt einen Zusammenhang, wie Sie sehen, zwischen Fatima, Rom und Moskau in der Botschaft der Gottesmutter von Fatima. Und diesen Zusammenhang habe ich versucht zu erklären. So segne Sie alle und wir bitten die Königin des Friedens, Maria, um den Frieden für die Welt, besonders für Russland und Ukraine. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.